Hallo und herzlich willkommen bei Stunt Art. Mit der Verpflichtung von Lars Eidinger als Jedermann ist den Salzburger Festspielen ein Coup gelungen. Der Berliner Schauspieler gilt in seiner fragilen Männlichkeit als Gesicht einer Generation. Er verkörpert Hamlet oder Richard III. Und dreht mit Kristen Stewart oder Juliette Binoche. Eidinger ist Schauspieler und DJ, Fotograf und Taschendesigner, Künstler und Werbemodel. Ein Medium allein, sagt der 1,90 Meter große Schauspieler, sei ihm zu wenig. 10 Tage vor der Premiere des neuen Jedermann treffen wir den Star der Berliner Schaubühne über den heißen Dächern von Salzburg. Herzlich willkommen, Lars Eidinger, hier in Salzburg. Der Rummel rund um den Jedermann, rund um Ihre Person hat schon richtig Fahrt aufgenommen. Bereuen Sie es schon, dass Sie die Rolle angenommen haben? Nee, im Gegenteil. Nein, ich fühle mich eigentlich eher bestätigt. Ja, also ich bin so glücklich, also mit der Arbeit und allem, mit der Stadt, mit meinem Aufenthalt hier. Also ich bereue es gar nicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Rummel ja noch nicht so richtig eingekehrt ist. Also manchmal kriegt man so eine Ahnung, wie sich die Stadt verändert am Wochenende. Ist dann deutlich mehr los. Aber die Festivalbesucher sind ja eigentlich noch gar nicht da. Der Klaus-Maria Brandauer, das war so der bestimmende Jedermann-Darsteller in den 1980er Jahren. Der hat den Jedermann mal als Faschingsprinz von Salzburg bezeichnet. Ja. Können Sie sich diesen medialen Rummel auch gut entziehen? Wie gehen Sie damit um? Also ich verstehe das Bild so und Ich habe so Sachen halt noch nie gemacht, wie ein Bierfass anstechen. Also mal gucken, wie das wird. Aber ich bin dann auch immer neugierig, ehrlich gesagt. Ich bewerte das nicht so vorschnell. Also ich arbeite ja auch viel als DJ und ich bin da auch oft auf Veranstaltungen, auf die ich jetzt wahrscheinlich sonst nicht gehen würde. Und trotzdem interessiert mich das. Also ich beobachte das dann auch ein Stück weit. Und ich glaube, anstrengend wird es ja immer erst, wenn man sich dazu die ganze Zeit ins Verhältnis setzt. So. Und wenn man denkt, was erwarten die Leute jetzt von mir und werde ich dem gerecht? Und diesen Druck spüre ich gar nicht. Also ich fühle mich eigentlich relativ frei, auch in meiner Interpretation. Also ich wundere mich selber darüber ein bisschen, dass ich merke, ich bin ganz ruhig und ich bin jetzt auch noch nicht übergebührend nervös, was die Premiere angeht, sondern im Moment freue ich mich einfach auf jede Probe und im Moment freue ich mich tatsächlich auch auf die Premiere. Also ich freue mich auf den Moment, wenn da zum ersten Mal Leute drin sitzen und sich das angucken. Sie sind doch eine recht ungewöhnliche Besetzung für den Jedermann. Ja? Bei uns in der Zeitung stand, jetzt kriegt der Jedermann einen Hipster-Anstrich. Ich weiß nicht, ärgert Sie so eine Zuschreibung? Ärgert mich nicht, aber können Sie damit was anfangen? Nee. Also ich meine, das Interessante am Hipster-Phänomen generell ist, dass man keinen treffen wird, der von sich selber sagt, ich bin Hipster. Obwohl es viele gibt, die sozusagen diesem Phänotyp entsprechen und wo man sagen würde, also er hat einen langen Bart und einen Jutebeutel und Socken und Birkenstock-Schuhe an. Und trotzdem würde der wahrscheinlich sagen, ich bin keiner. Vielleicht bin ich auch einer, aber ich weiß nicht, bei mir ist es schon immer so, und das ist schon auch in gewisser Weise ein Missverständnis. Und das klärt sich auch auf, wenn man sich mehr mit mir beschäftigt. Ja? Ich bin eigentlich jemand, der sich eher der Tradition verpflichtet fühlt. Ich bin eigentlich eher konservativ, auch von meiner Einstellung, was Theater angeht. Ich bin überhaupt nicht irgendwie hip. Also ich versuche da überhaupt nichts Modernes reinzubringen, sondern ich bin da eher rückwärtsgewandt. Ich glaube sozusagen an das Ursprüngliche und an das Klassische. Und versuche eher nachzuvollziehen, was der Hoffmannsthal damit gemeint hat. Und versuche jetzt nicht, dieses Stück auf Teufel komm raus zu modernisieren, sondern eher mich auf das zu besinnen, wo es herkommt, eher auf die Tradition. Das zentrale Thema vom Jedermann ist ja nicht gerade ein kleines. Was passiert, wenn der Tod mitten ins Leben tritt? Jetzt sind Sie relativ jung, Mitte 40. Genau wie der Jedermann. Genau wie der Jedermann. Auf 40 Jahre bin ich kaum alt, sagt er. Allerdings wird der Jedermann traditionell meistens von älteren Schauspielern. Ich glaube, da täuscht man sich. Ich wirke halt sehr jung. Ja, ich habe auch gehört, dass der ein oder andere Jedermann-Darsteller Probleme mit dem Satz hatte, so bin ich dir wahrhaftig dann kein ältlich unbequemer Mann. Es wurde dann immer so, okay,
ersetzt, weil kein Schauspieler sich in dem Alter hinstellen wollte und sagen wollte, er ist ältlich. Ja. Aber meine Frage, wie. Ich glaube, ich bin genau im richtigen Alter für den Jedermann, ja, tatsächlich. Welchen Blick auf den Tod hat man, wenn man, wie Sie jetzt, in der Mitte des Lebens angelangt ist? Ich würde mal sagen, viele Menschen setzen sich erst später mit dem Tod auseinander. Ja, bei mir war das nicht so. Für mich war der Tod immer schon ein ganz zentrales Thema. Und mir war auch relativ früh klar, dass der Tod nicht kommt, sondern da ist, dass er einen eigentlich die ganze Zeit begleitet. Und es gibt ein ganz gutes Buch, das ist so ein Kinderbuch. Kennen Sie das? Ente, Tod und Tulpe heißt es, glaube ich. Und da sagt die Ente irgendwann zu dem Tod, wer bist du denn? Ja, ich bin der Tod. Ja, und was willst du hier? Ich bin da, ich bin immer da. Und die Ente wird sowieso die ganze Zeit vom Tod begleitet. Und ja, so habe ich das tatsächlich auch immer gesehen. Ja, und das Einzige, ich glaube, ich habe früher viel mit dem Tod kokettiert und jetzt weicht diese Koketterie einer gewissen Angst. Ich habe wirklich Angst vor dem Tod. Ich finde es auch schrecklich eigentlich, sozusagen die Erkenntnis, dass das, was mir Angst macht, gar nicht der Tod am Ende des Lebens ist, sondern der Tod in jedem Moment. Und ich weiß nicht, ob das nochmal eine Entwicklung nimmt oder ob ich mich dahingehend auch nochmal verändere, aber im Moment habe ich immer das Gefühl, wenn ich mich im Spiegel angucke, schaue ich mir beim Sterben zu. Und das finde ich nicht einfach zu ertragen. Also diesen Verfall so vor Augen geführt zu kriegen, finde ich ja schwer zu ertragen. Und trotzdem ist es natürlich in dem Stück so, was dann ja einsetzt, ist die Frage, also das ist ja auch interessant an dem Stück Jedermann, dass es gar nicht vom Tod handelt oder von Gott, sondern dass es eine Erzählung über das Leben ist. Also dass man über die direkte Bedrohung anfängt, sich zu fragen, was ist das Leben eigentlich? Und was von dem, was ich an Werten angesammelt habe im Leben, kann ich über diese Grenze hinaus mitnehmen? Und das ist die große Fragestellung. Was bleibt? Es ist ganz spannend. Ich habe gelesen, oder Sie haben im Interview erzählt, dass Sie bereits als 10-Jähriger sich gedacht haben, wenn ich 80 werde, dann habe ich jetzt noch mal 8-mal diese Zeit zur Verfügung, die ich bis jetzt gelebt habe. Das ist ganz wenig, ne? Es erscheint einem sehr wenig, aber es ist auch sehr bemerkenswert, dass ein 10-Jähriger solche Gedanken hat. Ist diese Präsenz oder diese Auseinandersetzung mit dem Tod etwas, was in Ihrem Leben geblieben ist? Ja, aber es hat auch damit zu tun, dass ich mich immer schon schwer getan habe mit der Endlichkeit des Daseins. Also ich habe mir da natürlich so Hilfestellungen gebaut, dass ich zum Beispiel dann irgendwann für mich erkannt habe, dass darin auch die Schönheit liegt und dass es das Leben ohne den Tod gar nicht geben würde und dass die Endlichkeit die eigentliche Qualität des Lebens ist oder den Reiz ausmacht. Dass nicht umsonst, es hat mich schon immer fasziniert, dass Untote, also Vampire, todunglücklich sind. Man hätte doch immer gedacht, ja, aber die sterben nicht, was ist denn jetzt das Problem? Aber die leiden ja daran, ja. Und trotzdem habe ich immer schon gemerkt, dass ich eine Sehnsucht danach habe, ewig zu leben. Ja, ich fand am Anfang auch dieses Lied, Who Wants to Live Forever, war für mich eine rein rhetorische Frage. Ich dachte, ja, ich. Aber das Lied spielt ja genau damit, dass es eigentlich was ist, was einem Angst machen sollte. Und das hat sich dann auf so vielen Ebenen ist es mir immer wieder begegnet. Zum Beispiel habe ich irgendwann mal im Schwimmbad, da war ich ziemlich klein, mit meiner Mutter einen tätowierten Mann gesehen und da hat meine Mutter gesagt, ja, das ist für immer so eine Tätowierung. Und das fand ich ganz schrecklich, dass man für immer diese Tätowierung hat. Und dann kommt man ja an den Punkt, und ich mag Tätowierungen inzwischen total, ich würde mir nie eine stechen lassen, weil ich finde, als Schauspieler verbietet sich das, aber ich mag es, weil es die Philosophie hat, es ist nichts für immer. Ja. Und dieses Festhalten wollen, das ist was einen, glaube ich, dauerhaft unglücklich macht. Und darin liegt ja auch die Schönheit vom Theater, dass es loslässt. Und das ist auch das Tolle,
dass man da spielt und dass man weiß, es findet jetzt heute Abend so statt und dann ist es vorbei. Und man versucht gar nicht, es einzufangen, festzuhalten, aufzuzeichnen, sondern man lässt los. Und deswegen ist dieser Ort auch so besonders, weil es draußen ist und weil man immer mit der Unmittelbarkeit auch der Witterung umgeht. Ja? Dass da plötzlich ein Wind kommt, dass die Dunkelheit einbricht. Und das finde ich total reizvoll und ganz nah sozusagen an dem Gedanken, was das Leben überhaupt lebenswert macht. Es ist nicht nur draußen, es wird geradezu vor der Fassade des Doms gespielt. Also ich glaube, viele Theaterstücke werden nicht vor so einer Kulisse gespielt. Jetzt der Dom steht natürlich auch für den Glauben, der spielt eine zentrale Rolle neben dem Tod. Also wahrscheinlich liege ich da falsch oder vielleicht ist es auch der Versuch, das irgendwie für mich so zu deuten, dass ich da andocken kann, als jemand, der nicht an Gott glaubt. Aber ich vermute, dass er da einen Schritt weitergegangen ist. Weil es gibt zum Beispiel den Satz vom Jedermann, der sagt, zum Glauben, ich glaube an die 12 Artikel, die ich seit Kindschulzeiten weiß, was sie vorstellen, ganz und gar, nehme ich für heilig hin und wahr. Und dann sagt der Glaube, das kann es doch nicht sein. Damit versuchst du dich jetzt zu retten. So. Und ich finde, dass es schon das thematisiert, was ist Glaube eigentlich? Oder was ist diese Vorstellung von Glauben, die durch die katholische Kirche vertreten wird oder meinetwegen durch die Protestanten. Aber dass es vielleicht um was ganz anderes geht, dass es um den Glauben auch an das Sein, ja, und an den Menschen geht, finde ich den viel interessanteren Gedanken. Das andere hat für mich immer was romantisch oder meinetwegen religiös Verklärtes. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, damit zu brechen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das Stück runterzuholen von dieser Art Verklärung, weil das Stück traut sich ja, die Sachen zu benennen. Es verliert sich ja genau nicht in einer romantischen Idee, sondern es sagt, was ist es denn eigentlich? Was ist denn Freundschaft? Was ist denn Liebe? Was ist denn Glaube? Inwiefern kannst du das denn mitnehmen? Inwiefern ist denn das was Greifbares? Und dann die Erkenntnis, dass man eigentlich, was über allem steht, alleine ist. Mit sich und darin sozusagen mit sich seinen Frieden zu schließen. Vielleicht ist das sozusagen der Weg. Abgesehen davon glaube ich, dass es bewusst auch so endet, dass man im Unklaren gelassen wird. Also, dass es jetzt keine Katharsis ist. Oder dass es, man geht jetzt hoffentlich nicht raus und denkt, na, jetzt haben wir es mal wieder gesehen. Wenn einer glaubt, dann wird alles gut und dann kommt er auch in den Himmel. Und dann wird ihm auch vergeben und dann findet er auch Gnade. Also das wäre mir zu banal. Es ist nicht klar, wie die heurige Inszenierung enden wird, aber in der vorjährigen oder beziehungsweise in den vergangenen 3 Jahren ist der Jedermann dann an der Hand des Todes im Dom verschwunden. Also da gab es schon so ein gewisses Sinnbild geborgen im Glauben beziehungsweise auch im Schoß der katholischen Kirche, wenn man das so interpretieren wollte. Okay. Ja, ist die große Frage, ne, wie man da rauskommt. Also ich glaube, dass wir am Ende auch ein sehr großes, religiös geprägtes Bild haben, aber dass man mit diesem Image eher spielt. Also spielt in der Hinsicht auch, es gab ja auch immer wieder Sachen, die mir begegnet sind, die ich sehr nachvollziehbar fand an der Kirche oder an der Idee von Religion. Wie zum Beispiel, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen und Gott ist in uns. Das ist was, damit kann ich was anfangen. Ich kann auch mit der Figur Jesus Christus was anfangen. Ich kann nur nichts mit einer religiösen Verklärung anfangen oder mit einer Romantik, weil sie eine Versprechung in was ist, was nicht erfahrbar ist. Und das ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt meine Erkenntnis, dass das, was mich interessiert, ist das, was jetzt stattfindet, im Moment. Jetzt im heurigen Jahr ist ein Umstand besonders bemerkenswert. Fast der gesamte Cast wurde ausgewechselt. Und man spricht auch nicht von einer Wiederaufnahme, sondern von einer Neuinszenierung, obwohl der Regisseur Michael Sturm. Aber erst seit heute. Also gestern stand auf der Internetseite noch Wiederaufnahme. Heute steht in der Presse Unterlagen Neuinszenierungen. Wie neu wird es denn, soweit Sie das... Komplett neu, aber ja, einfach, ist, wie Sie sagen, es sind komplett neue Schauspieler. Es ist ein komplett neues Bühnenbild, es ist neue Musik, es sind neue Kostüme. Also, das neuer geht's nicht.
Michael Sturminger hat gemeint, dass Sie vor allem auch der Grund sind, warum er da jetzt ganz neu ansetzt oder neu ansetzen möchte. Auf welche Gedanken haben Sie ihm offensichtlich gebracht? Wissen Sie das? Ja, ich fand es schon sehr erfreulich. Ich bin dem Ganzen sehr kritisch gegenübergetreten. Aber auch, weil es meine Art ist. Und ich meine es auch nicht böse, sondern ich finde, dass die Reibung tatsächlich am meisten Energie freisetzt. Und dass es wichtig ist, sich zu reiben. Und ich war positiv überrascht, wie er damit umgegangen ist. Und zwar mit einer großen Offenheit und auch einem Interesse. Und nicht mit einer persönlichen Kränkung. Es kann ja auch ganz schnell passieren, wenn man jemanden in Frage stellt, dass er es als Angriff wertet. Das ist aber so nicht gemeint. Ich habe auch von vornherein gesagt, dass ich mich auch oft irre. Also, dass ich was vertrete und mich dann aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen lasse. Das war auch in mancherlei Situation so, ja, dass ich gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat es mir plausibel gemacht und jetzt findet es auf der Bühne statt. Aber ich glaube, ich habe mich schon immer mein Leben lang einer großen oder einer gewissen Aufrichtigkeit verpflichtet gefühlt. Einfach, weil ich vor mir das Gefühl habe, dass ich damit am besten fahre oder dass ich da auch am meisten von profitiere. Und ich kann sozusagen gar nicht anders, ja, als zu sagen, was ich denke. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich das Kriterium oder die Definition von Glaubwürdigkeit ist, zu sagen, was man denkt. Also in dem Moment, wo es da eine Verschiebung gibt, wird man unglaubwürdig. Und ich habe ihn halt immer damit konfrontiert, was ich darüber denke. So, und das hat er aber, glaube ich, als eine Herausforderung genommen. Und es ist zu einem schöpferischen Prozess geworden, weil das darf man ja nie vergessen. Das ist ja der einzige Grund oder der, finde ich, der zentrale Punkt, warum sich Kollektive versammeln, um gemeinschaftlich sowas zu erleben. Und zwar die einfache Tatsache oder das Phänomen, dass man sagt, die Intelligenz der Gruppe oder ist größer als ihre Summe. Das heißt, es passiert was, was darüber hinausgeht. Und das ist genauso in der Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen. Letztendlich findet da was statt oder man findet zu etwas, was größer ist als das, was sich ein Michael Sturminger oder ein Lars Eidinger ausdenken könnte. Und das ist reizvoll oder das ist attraktiv. Sie haben am Anfang von Ihrem DJ-Tum gesprochen. Das, was Sie jetzt so am Ende gesagt haben über das Theater, das könnte man eigentlich genauso gut über eine Szene im Club sagen. Gemeinsam wächst man über das hinaus, was man alleine ist. So, im Club empfinde ich es immer, also das meine ich jetzt aber gar nicht so wertend, wie ich es sage, aber es ist schon ein bisschen stumpfer auch. Also ich finde, ich mag schon auch die intellektuelle Auseinandersetzung. Also klar kann man solche Phänomene oder euphorische Momente auch in einer Gruppe, in einem Club erleben über Musik und es macht mir auch Spaß. Aber da finde ich, dass die Auseinandersetzung mit so einem Stoff oder mit dem Schauspiel oder mit Theater darüber hinausgeht. Also ich würde da jetzt ungern, also ich glaube, ich würde die gleiche Erfüllung, die ich in meinem Beruf als Schauspieler empfinde, als DJ nicht empfinden. Vielleicht können Sie ja dann hier in Salzburg in Lederhosen Platten auflegen. Wer weiß, danke Lars. Ich lasse mir zumindest eine anfertigen, weil ich gehört habe, dass die Gage von Moissy eine Lederhose war. Und weil ich schon immer eine Lederhose haben wollte, die so kurz ist, weil ich irgendwie diese langen Lederhosen nicht mag. Ich will irgendwie so eine Bubenlederhose haben. Und da habe ich mich schon mit Verena Altenberger verabredet, dass wir die zusammen in Auftrag geben. Ich nehme an, von der Gage wird ein bisschen was übrig bleiben, auch noch für andere Dinge, hoffe ich zumindest. Danke, Lars Eidinger. Es sei denn, die Lederhose kostet eine halbe Million. Das wage ich zu bezweifeln. Danke, Lars Eidinger, für das Gespräch und danke Ihnen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.